Ja, hallo zusammen, liebe Freaks von Espresso TV. Jetzt machen wir Druckprofil Teil 2 und zwar von ECM. Hier, da gibt es hier so ein schönes Set für die E61 Brühgruppe, mit der man diese Präinfusion und die Druckprofilsteuerung etwas optimieren kann. Und zwar ist das dieses Teil hier. Und zusammen mit dieser Feder und mit diesem Manometer. Das ist praktisch ein Teil, ein Kit. Das ist dann hier in dieser Verpackung drin, auch mit Anleitung, sodass man das auch kapiert. Was hier zu machen ist, ist aber alles auf Englisch. Und weil das nicht jeder so kapiert, machen wir das einfach mal im Video. Zeigen wir das mal. Dann die Brühgruppe kann man hier gut sehen im Schnittmodell. Also hier sitzt ja normalerweise die Imbusschraube drin und da kommt dann jetzt hier dieses Manometer rein. Dann hier oben diese Trompete oder dieser Pilz wird dann hier ersetzt dadurch. Und jetzt haben wir hier diese Feder und diese Feder kommt eben hier unten rein, also in die Mitte. Die Feder ist dicker, hat eine höhere Federkonstante als die, die drin ist. Und dadurch wird dann praktisch vermieden, dass sich, wenn ich jetzt hier öffne, dass sich dann die untere Kammer auch füllt durch den Druck. Das heißt, die untere Kammer bleibt zu. Ich habe dann nur hier oben den Bereich, der sich füllt. Und dadurch kann ich dann hier durch diese Ventilöffnung am Gicleur kann ich dann besser hier diesen Druckverlauf steuern. Okay, so sieht man das. Und jetzt machen wir einfach mal Action. Das heißt, wir entfernen diese Imbusschraube. Das geht noch, das haben wir vorher schon leicht angelöst. Das kommt raus. So, und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, weil two left hands und deshalb übergebe ich jetzt an den Mikro. Dann gucken wir jetzt einfach mal zu, sprich also, jetzt, wie ist so die Reihenfolge? Es ist egal. Das ist gut, das also, ist immer gut. Da ist, auf der Anleitung ist zwar eine Reihenfolge, aber spielt... ist jetzt nicht so wichtig. Spielt keine Rolle. Nachdem okay. du die Schraube schon entfernt hast, können wir eigentlich da weitermachen. Du hast schon vorgearbeitet, wie ich sehe, genau, mit dem Teflonband. Teflonband braucht man eigentlich so ein kleines Stückchen von 4 cm ungefähr lang vollkommen. Okay. Du hast die Schraube weggemacht und man sieht jetzt aber noch die restliche Dichtung da drinnen. Die würde ich auf jeden Fall entfernen, die braucht man hier nicht. Und da ich jetzt kein Werkzeug habe, versuchen wir das mit der Schraube rauszuholen. Das müsste... müsste gehen, oder? Müsste. Man weiß wie dann. Okay, gucken wir jetzt mal zu. Yeah, okay, cool. Also das sind halt die kleinen Tricks, die natürlich immer wieder sinnvoll sind. Mikro ist ja ausgebildeter Schlosser, ich bin jetzt ausgebildeter Ingenieur. Ich kann es gut berechnen und er kann es gut machen, okay? Okay, und dann einfach gerade ansetzen. Und vorsichtig. Jetzt drehen wir hier das Manometer rein, bis es schön fest sitzt. Oder wie weit drehst du es rein, Mikro? Bis natürlich. Bis handfest. Und das ist natürlich gerade. Genau, der ECM-Schriftzug soll ja dann horizontal sein, wie wir sehen. Also so ist das eigentlich optimal. Okay, und jetzt im nächsten Schritt fangen wir oben an oder unten? Was ist dir lieber? Wir können direkt oben anfangen. Aber ich will jetzt mal unten anfangen. Dann fangen wir unten an. Okay, genau, weil dann machen wir die Justierung vom Ventil als letztes. Unten heißt, dass wir jetzt praktisch die Feder tauschen. Dazu verwendet der Mikro einen Lappen, damit man eben diese Brühgruppe nicht verkratzt. Hebel hoch zur Druckentspannung. So. Und jetzt haben wir hier den mittleren Stößel. Die alte Feder. Und wie man sieht, sind die Federn unterschiedlich. Die Standardfeder ist etwas dünner und die Feder für das Flussprofilset ist etwas dicker. Ja, jetzt hast du jetzt hier Silikonfett geholt. Das brauchen wir später. Also,
Feder ansetzen. Stößel und bisschen Silikonfett drauf. Das ist, oder nee, das ist ein spezielles. Lebensmittelfett. Genau. So. Das ist wunderbar. Weil das braucht ja alles etwas Schmiere, weil es ja ein mechanisches Dreiwegeventil ist. Jetzt kommt es hier unten rein, bisschen andrücken, nach oben und jetzt natürlich wieder waagrecht und festziehen. Also alles gar kein Hexenwerk. Und dann natürlich später wieder richtig festziehen mit dem Lappen und der Zange. Das ist eine Armaturenzange, richtig? Oder was da der Fachbegriff? Ja, flache Armaturenzange. Okay. Gibt es auch mit Schutzbacken, aber das sind meine. So geht's auch. Okay, prima. Jetzt machen wir gleich oben weiter. So. Cool. Das ist schon interessant, das alles so mit anzuschauen. Vor allen Dingen ist es auch interessant für eine jährliche Inspektion, dass man einfach diese Stößel, die da drin sind, immer fettet. So einmal im Jahr sollte man das schon machen, finde ich, oder? Und? Dann hier mit der Spitzzange nimmt man jetzt diese Feder raus und dann kommt man praktisch an den Stößel dran. Und der Stößel jetzt hier schaut ein bisschen anders aus und der soll natürlich auch gefettet werden. Ja, kannst du nur mehr. Okay, so. Ja, ja. Alles klar. Und dann einfach. Den steckt man wieder rein und das merkt man natürlich, wenn jetzt die Maschine anfängt zu quietschen und wenn das Quietschen nicht mehr weggeht, dann ist einfach zu wenig Fett an der Nocke. Also das ist dann hier in dem Bereich hier, ist dann zu wenig Fett. Und da sieht man, kann man das ja dann schmieren. Okay, wenn ich da jetzt hier hin und her gehe, wird das praktisch geschmiert und da sieht man ja hier den oberen Stößel. Und da an der Feder ist dann der untere Stößel, der mittlere Stößel und das gehört einfach gefettet. Wenn der nur Messing auf Messing läuft, ohne Schmiermittel, gibt es natürlich entsprechend Abrieb und die Techniker freuen sich dann wieder. Haben sowas zu tun, aber es kostet ja und die Kosten müssen ja nicht unbedingt sein, oder? Genau. So, das ist das neue Teil. Diesen O-Ring am besten auch ganz leicht einfetten. Damit leicht ist cool. Die Verschraubung dann ein bisschen einfacher. So, ansetzen und runterdrücken und dann wieder zudrehen. So, und jetzt kommt dann gleich der für mich interessante Part, wie man das Ventil jetzt einstellt. So. Yeah. Jetzt können wir die ECM anmachen, oder? Nee, muss man noch nicht. Okay. Wir justieren das Ventil. Das heißt, ich drehe das komplett zu, soweit es geht, von Hand. Und jetzt setze mir den Hebel, welche Position, Startposition ich will, wobei das ist erstmal nicht so wichtig. Wir setzen ihn an und drehen ihn fest, genau. Und jetzt schließen wir das komplett erstmal. So. Und das heißt, hier könnte jetzt der Nullpunkt sein, so in etwa. Genau. Und jetzt können wir das Ganze nochmal rausholen. Und die Anfangsposition jetzt beliebig, wo wir wollen. Machen wir doch einfach mal vorne, oder? So oder können, seitlich. Können wir auch machen, genau. So ein bisschen abdrehen und dann. Das ist natürlich wichtig, ganz damit man weiß, wo praktisch der Nullpunkt ist. Jetzt ist der Nullpunkt halt hier vorne. Man kann das auch hier machen oder hier machen. Sollte das ist dann Geschmackssache. So, und jetzt? Geht's hier auf und so zu, eigentlich super easy, also kapiert wirklich jeder. Nur eben ist es so halt einfacher zu sehen und jetzt sehen wir ja, wenn wir die Maschine anmachen, jetzt heizt sie natürlich hoch
Und was jetzt interessant ist, wenn jetzt hier das Ventil geschlossen ist und ich öffne jetzt den Hebel, sollte ja fast nichts hier unten rauslaufen, wenn das Ventil richtig zu ist. Also es ist zu und jetzt mache ich das hier mal auf und dann sehen wir, wie hier das Wasser anfängt zu laufen. Und so kann ich das praktisch regelrecht steuern. Jetzt ist wieder zu, in Ordnung, passt. Also von daher ist die Grundeinstellung vom Ventil schon mal richtig. Jetzt spannen wir natürlich einfach einen Siebträger ein, warten kurz, bis die Maschine aufgeheizt ist und machen dann einen Espresso. Okay, also Short Break. So, jetzt geht's weiter. Maschine ist aufgeheizt. Wie weiß ich das? Ganz einfach hier kurz drauf fassen, ob es heiß ist. Natürlich sieht man hier auch am Dampfmanometer, dass sich hier ein bisschen was tut im Kesseldruck. Ist jetzt soweit aufgeheizt. Der ist warm, deswegen immer schön eingespannt lassen. Hier unten drunter sollte auch sauber sein, kein Schmotter hängen. Und dann können wir jetzt im Prinzip loslegen. Haben wir hier die Mazda Minimühle mit dem doppelten Bezug. Gucken wir mal, ob die Menge passt, was da eingestellt ist. Das ist zu viel. Sehen wir schon, das hier ist etwas zu viel. Streichen wir hier einfach ab. Okay, also so ungefähr sollte die Menge passen. Jetzt machen wir hier noch kleine Gleichverteilung und dann wird angepresst. Gibt es hier mit Drehmoment oder auch ganz normal, im Prinzip normal reicht auch. Wenn man hier jetzt einfach sein Gewicht drauflegt, so, und dann ist es auch schon wunderbar. Jetzt wird es wichtig, die Tassen sollten ja auch warm sein. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Was wichtig ist, wenn ich jetzt hier den Hebel hoch mache, ist ja das Ventil noch geschlossen und jetzt mache ich hier ganz langsam, öffne ich das hier sehr langsam und ich sehe ja jetzt hier, wie dann ganz langsam der Druck ansteigt. Hier, also ich muss da jetzt nicht Vollgas aufdrehen, sondern wirklich langsam öffnen und jetzt fängt es hier an zu fließen und da kann ich dann praktisch meinen Druck entsprechend steuern, ob ich mehr oder weniger will. Und so passt es mit dem Druckprofil. Früher ging das nicht, weil die Feder einfach zu schwach war und deswegen hat es das aufgelassen. Und ja, das ist jetzt einfach mal ein Test-Espresso zum Demonstrieren, wie das so ist. Ob er jetzt so gut geworden ist, keine Ahnung, das werden wir jetzt sehen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Und? Sehr gut. Gell? Also ja. Alle Achtung, schmeckt. Mhm. Ansonsten ist E61 Brühgruppe oftmals ein bisschen grobmotorisch, jetzt hier im Vergleich zur R91. Guck mal einfach mal, hier haben wir ja gesättigte Brühgruppe und sowas hier kostet halt knapp über 5000 Euro. Und die E61 Brühgruppe ist mit dem Tool also wirklich deutlich feinfühliger, sage ich mal. Ansonsten ist es eine coole Brühgruppe, halt etwas grobmotorisch, aber über die Jahrzehnte total bewährt, halt mit dem Thermosiphonsystem. Und hier mit diesem Feintuning-Instrument ist es also echt cool, muss ich sagen. Filterkuchen schaut auch okay aus. Also steht jetzt nicht das Wasser drauf. Wenn das Wasser drauf steht, ist entweder zu wenig Kaffeemehl drin oder zu fein. Aber so jetzt von der Art und Weise muss ich sagen, echt okay, cool. Macht Spaß. Eine absolut neue Sache. Man muss sich halt nur optisch dran gewöhnen, dass man jetzt hier drei Manometer hat. Aber ansonsten wirklich cool. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen was gebracht und ist einfach ein Tick ausführlicher als jetzt hier diese DIN A4 Seite. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt schön gesund und Chaga! Einen Hammer noch, und zwar habe ich ja gerade was von der Temperatur erzählt und jetzt hier haben wir ja nur Espresso getrunken. Ich kann also auch einfach den Dampfboiler auslassen.
So wie jetzt hier, das sieht man jetzt am Manometer, also praktisch 90 Grad Espresso und jetzt haben wir hier gerade noch schlappe 99 Grad Dampf im Temperatur im Dampfkessel. Da geht also nichts mehr, wenn ich jetzt hier aufmache, ist nichts. Und das ist ja das Coole am Dual Boiler, dass das möglich ist und hier haben wir ja auf Null stehen, also Dampfboiler auf Null. Sieht man das? Hoffe ich, das ist das hier, der Schalter. Der ist auf Null. Und jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal mit so zwei Izotässchen. Und wie man sieht, hier ist schön Dampf. Dampf drauf, mit Dampf drauf meine ich, dass die Maschine an ist. So, jetzt drehen wir wieder zu. Ich habe jetzt nur die Tassen kurz aufgewärmt, weil aus lauwarmer Tasse schmeckt es auch nicht. Und jetzt brauche ich noch ein Tuch, genau, weil wenn der Siebträger so nass ist, ist es auch nicht so optimal für die Extraktion. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Einfach nur mit Espresso-Boiler. Nachmittags trinken Italiener ja kein Espresso mehr, ich auch nicht mehr. Und jetzt drücken wir nochmal an. So ist geschlossen. Also fange ich an. Ja, jetzt haben wir natürlich kein Wasser mehr drin. Das ist ja wieder der Klassiker. Müssen wir also noch mal kurz Wasser auffüllen. Ist natürlich hier zu wenig. Das machen wir jetzt ganz schnell. Geht ratzefatz. So, gerade für einen Shot reicht das Ganze. Jetzt haben wir wieder Saft, können wir wieder loslegen. Das ist jetzt natürlich nicht optimal, weil an sich ist jetzt der Kaffee ein kleines bisschen verbrannt. Also ich öffne hier wieder ganz leicht, bis hier das Manometer anfängt zu steigen. Und jetzt geht es schon richtig los. Wenn mir das dann zu viel Druck ist, kann ich immer noch sagen, ich gehe dann wieder runter oder gehe noch höher. So, jetzt drehen wir mal wieder runter. Und hören auf. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, wie man gut extrahieren kann, auch ohne den Dampfkessel. Okay. Und jetzt machen wir hier nochmal zweite Kostprobe. Und dann passt das Ganze, weil Temperatur zeigt es natürlich am PID an, aber Druck und Temperatur sind ja proportional. Von daher, Prost. Geil. Leicht verbrannt, aber... Aber immer noch okay, oder? Ja. Immer noch okay. Yeah. Also von daher nie den Fehler machen, einspannen und dann erst alle Sachen suchen und dann loslegen, sondern gleich einspannen, loslegen, Action und dann... verbrennt der Kaffee nicht, okay? Das ist ganz wichtig. Das ist Paragraph Nummer 1. Das muss einfach drin sitzen im Unterbewusstsein. Aber manchmal passieren halt solche Slapsticks, wenn dann der Wassertank leer ist und was will man dann machen? Und dann macht man natürlich gerade ein Video und genau dann passiert es natürlich. Das ist Murphy's Law, aber was soll's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.